Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Battle for Westwood. Das ist jetzt die dritte der heutigen vier Folgen. Vorher kam auf YouTube bereits der Herr der Ringe Online und Mass Effect. Und später kommt noch die ADA-Analyse für euch. Bevor wir anfangen, möchte ich auch hier dem 45. Abonnenten danken fürs Abonnieren. Ich habe leider noch keinen Namen. Wäre also schön, wenn die jeweilige Person ein Video teilen würde, damit ich weiß, wer es ist, besser auf die Kommentare eingehen kann. Aber trotzdem danke ich fürs Abonnieren, weil es ist ja nicht selbstverständlich, und hoffe, dass die Projekte zusagen. Beim letzten Mal bei Battle for Westwood haben wir die Invasion der Finsternis-Kampagne angefangen und voll verloren. Wir sind immer noch im ersten Szenario mit dem Außenposten. Wir haben es mit drei Schwarzmagiern gleichzeitig zu tun und haben insgesamt drei Versuche gemacht. Zweimal wurden wir komplett erledigt. Beim dritten Versuch sind wir jetzt gerade. Da geht's einigermaßen. Aber für ein erstes Szenario ist es brutal schwer hier. Und ja, ich hoffe, dass wir es jetzt diesmal beschaffen. Du bleibst sowieso. Und sonst können wir in der Runde nichts mehr machen. Okay. Sehr Untoten sind dran. Kein Treffer, warum nicht? Wir haben schon gemerkt, Treffer sind sehr wichtig, wenn man irgendwas gegen die machen will. Hört man da Bogenschützen auf. Meine Schwäne verrissen kann sich nicht gern gegen Bogenschützen. Meine Schwerenfanteristen können sich immer noch nicht wehren gegen Bogenschützen. Und sie greifen den weißen Magier an. Der hat aber kein Problem jetzt. Das Dorf ist eingenommen. Sehr schön. So, du gehst zurück. Wir können es uns nicht leisten, Leute zu verlieren. Du killst bitte einen. Das ist ein Bogenschütze. Deswegen greift das Skelett an mit dem Magiegeschoss. Killen. Killen heißt immer noch killen und heißt nicht, ja, greif ihn nur einmal an und mach dann gar nichts. So, du greifst einen Bogenschützen an. Kein Treffer. Wirklich, ich krieg schon wieder ganze Zenten Abfuck. Hoffentlich machst du es besser. Ja, er macht's besser. Er hat zumindest zweimal getroffen. Aber leider nicht dreimal. Im nächsten Zug kannst du dich wieder zurückziehen. Da wir mit dir nicht weg können, greifen wir mit dir nochmal an. Ja, obwohl, kannst schon hier hingehen. Immerhin ein Treffer. Ja, wie gesagt, wenn die treffen, macht es auch nicht rums. So, hier haben wir den Kavalleristen. Den haben wir frisch ausgebildet am Ende des letzten Parts. Der darf auch gleich ausreiten und was angreifen. Ideal wäre es, wenn er auch was treffen würde. Das ist auch schon wieder sowas. Du bleibst. Und du bleibst auch. Du bist nämlich nicht voll. Gut, wir bilden was aus. Und zwar einen weiteren Kavalleristen, glaube ich. Na, ich nehme jetzt den Speerträger. Und ja, du... Dich lassen wir da, weil wir wissen ja vom Lichtfürst, vom letzten Part, der verzieht sich dann. Ja, der Schwerenfeld stirbt wahrscheinlich gleich. Ja, er hat aber nochmal Schaden gemacht. Es ist schön, wenn die nochmal Schaden machen. Der Kavallerist hat jetzt auch zweimal Schaden gemacht. Stirbt aber wahrscheinlich auch gleich. Nein, er hat sogar noch einen getötet. Sehr schön. Aber der Magier gerade ist gestorben. Und der Infanterist auch. Ja, wie gesagt, das Beschissene ist, man kann die dann kaum noch zurückziehen. Gut, er hat nochmal zweimal getroffen, sehr schön. Und hat's überlebt. So, der eine kann sich eventuell zurückziehen, du greifst ihn hier an. Oder ist er ein normales Skelett? Ja gut, aber er ist verwundet, Hacke. Also erstmal du greifst die wandelnde Leiche an. Und ich hoffe, du tötest sie auch.
Ja, sehr schön. Der Reiter gefällt mir gut. Der hat jetzt schon 2 gekillt. Wird wahrscheinlich im nächsten Zug sterben, aber er hat einen guten Job gemacht. Ja, du, ich schwanke gerade, weil der Skelettbogenschütze hat weniger Leben, aber der könnte sich wehren. Das normale Skelett kann sich nicht wehren. Also du darfst auf jeden Fall das normale Skelett, den Skelettbogenschützen angreifen und ihn auch vernichten. Du bist ja jetzt voll, dann greifst du den Bogenschützen mal an. Und tötest ihn, sehr schön. Dann darfst du das Skelett angreifen. 2 von 3 Angriffen getroffen, immerhin, das ist wichtig. Und der Speerträger darf nach vorne gehen. So, wie schaut es denn hier aus? Du darfst den hier angreifen, der wird halt wahrscheinlich bald sterben. Aber er tötet den einen noch, sehr gut, guter Job. Freut mich immer zu sehen. Du bleibst, der Deckin bleibt auch, weil wie gesagt, der geht bald. Ja, 6 Runden, wir sind jetzt in Runde 6. Runde 6 war bei den letzten beiden Malen das Maximum. Und wir bilden einen Magier aus. Wir haben nämlich genug Gold für einen Magier. Bei der nächsten Runde dann wieder einen schweren Infanteristen. Ja, wie sieht es denn in der Spielübersicht aus? Würde mich interessieren. Wir haben 10 Einheiten. 5 Einheiten hat der erste Untote, der zweite 3, der dritte 6. Ich meine, wenn man die einzelnen Untoten betrachtet, haben wir am meisten. Wenn man sie zusammen betrachtet, nicht. Da haben sie eine deutliche Übermacht. Das ist halt die Frage. Ich weiß halt nicht, wie lange wir überleben müssen. Das ist mein Problem. Der wird bestimmt gleich sterben. Ja. Aber der hat einen guten Job gemacht. Der hat 2 getötet. Der Magier hat ihn leider nicht getötet, ist aber auch nicht gestorben. Und er ist auch hier nicht gestorben. Sehr gut. Dann kann er sich nämlich ins Dorf zurückziehen. Und der schwere Infanterist lebt auch immer noch. Was will der denn mit dem heiligen Magier? Die letzte Mal hat er den immer in Ruhe gelassen. Okay, jetzt wird der heilige Magier aber gleich weggehen. Wegen großem Unheil. Jetzt kommt der Lichtfürst. Kurz zum Quatschen. Wir lesen nicht. Wir haben das schon 2 Mal gelesen. So, der Magier hat sich erfolgreich zurückgezogen. Wir sind dran. Du darfst den Knochenbogenschützen angreifen. Aber du triffst leider nicht. Das ist schlecht. Die haben ja auch ein Dorf eingenommen. Das ist auch schlecht. Du darfst das Skelett hier töten. Sehr schön. Du darfst den hier angreifen. Vielleicht kannst du ihn... Nein, du kannst ihn nicht töten. Aber 2 Mal Schaden gemacht, das war gut. Du bleibst. Magier, du kannst ausziehen. Du kannst den hier eigentlich angreifen. Leider bist du relativ angeschlagen. Das heißt, in der nächsten Runde ziehst du dich zurück, wenn du es überlebst. Und schwerer Infanterist wird ausgebildet. Ach, kann ich nicht. Haha, ich muss eine Runde warten. Wir können es aber nicht leisten zu warten. Dann nehme ich einen Kavalleristen. Du bleibst. Du könntest eigentlich mal angreifen. Ja, du könntest eigentlich ein Dorf einnehmen. Weißt du was, du nimmst ein Dorf ein. Du bleibst auf jeden Fall. Du auch. Okay, und dann sind wir schon wieder... fertig. Beim letzten Mal war dies die absolute Grenze. Bei der Runde sind wir dann immer gestorben. Hoffentlich überleben wir diesmal länger. Der Magier ist gestorben. Schade. Der Magier konnte sich ins Dorf zurückziehen, aber er ist gestorben. Los, wehrt euch, tapfere Streiter. Ja, da ist einer tot. Freut mich sehr zu sehen. Magier wird wahrscheinlich auch sterben. Na, nein, bitte nicht. Aber der Magier ist gestorben. Schade, schade. Der schwere Infanterist lebt auch Urzeiten. Gegen die ganzen Bogenschützen. Jetzt ist er gestorben. Schade. Und sie haben sein Dorf eingenommen, was der Duckin am Anfang eingenommen hat. Ja,
Das sieht ja schon wieder hier gar nicht so Bombe aus. Das sah vorher deutlich besser aus. Du darfst das gelbe Umschützen angreifen und hoffentlich töten. Ich meine, wir haben jetzt wieder Tag. Da sind wir im Vorteil. Der ist definitiv tot. Und eine... Wieso kann ich keinen schweren Infanteristen ausbilden? Mann. So blöd. Du Kavallerist darfst den Bogenschützen hier erledigen. Nein, du greifst den Knochenbogenschützen an. Aber bitte hier. Na, hier, meine ich. Wieso tötest du ihn nicht? Wäre so schön gewesen, den zu töten. Okay, aber der ist definitiv, der steht nicht mehr auf. Ja, es sieht hier halt schon wieder deutlich mieser aus gerade. Ich hole mir jetzt einen Speerträger wieder. Battery bleibt. Du könntest hier unterstützen. Zwei Treffer immerhin. Dann kannst du dich im nächsten Zug wieder zurückziehen. Du bleibst auch, du musst heilen. Ja, die sind halt immer noch total stark. Wir kommen jetzt in Runde 9. Wir sind weitergekommen als beim letzten Mal, aber... Jetzt sieht es halt nicht mehr so ganz toll aus. Der Spätträger ist leider gestorben. Der Magier wird wahrscheinlich auch sterben. Könnte ich mir denken... Nein, er hat's überlebt. Doch nicht. Er hat's fast überlebt, aber halt leider nur fast. Da haben sie wieder ein Dorf eingenommen. Da holen sie sich gleich ein zweites. Ja, dass die halt die Dörfer so klauen, dass man die nicht aufhalten kann. Das regt einen am meisten hier auf. So, du bist wieder in deinem Dorf zurück. Wie viel hat er denn noch? 18 von 40. Ich muss dich zurückziehen. Hilft nix. Du bist jetzt hier auch mal ein Dorf. Und diesmal bilde ich einen schweren Infanteristen aus. Magier hatten wir erst vorher. Sonst, ja. Du könntest natürlich das an Skelett mal angreifen. Ja, cool. Sehr schönes Tod. Dann kannst du wieder zurückziehen. Zed and run. Halt. Du bist nicht voll. Bleibst, du bleibst. Und Battery bleibt sowieso. Jetzt kommen wir in Runde 10 von 16. Ich meine, wir sind, wie gesagt, wir sind schon deutlich weitergekommen, aber jetzt sind die Untoten halt wieder übermächtig hier auf der Karte. Wie viele Einheiten haben wir denn momentan noch? Ja, nur noch 5. Vorher hatten wir noch 10. Wir haben die Hälfte unserer Einheiten verloren. Ich meine, der Maltala ist alleine, der Grüne. Der hat nur noch sich... Nee, 3. Ich wollte schon sagen, aber wir haben 6 Einheiten von 10. Ich hoffe, wie gesagt, der weiße Magier kommt zurück. Der Magier könnte jetzt sterben. Oh komm, bitte trefft. Oh Mann, ihr seid schon wieder so kacke hier. Wieso trefft ihr denn nichts? Ja, deine Magier ist tot. Schade, schade. Er hat einen sehr guten Job gemacht, aber der Reiter hat es überlebt. Und sie greifen schon Gregory an. Och, wie schön. Wir wissen ja, wenn Gregory stirbt, haben wir verloren. Das ist beim letzten Mal zweimal passiert. Finde ich gar nicht so toll. Gregory, los, am Brust. Infanterist, du greifst die auch an. Treffen, bitte. Boah, ich krieg schon wieder leichte Akkus hier. Halt, wir tun den Kavalleristen hier hin. Dann kann der nämlich die auch direkt angreifen. Wieso nicht? Ach, weil er ausgebildet wurde, ne? Du greifst den Knochenbogenschützen an. Zumindest zweimal Schaden gemacht, finde ich gut. Du bist voll. Das heißt, du nimmst dieses eine Dorf ein. Du bist auch voll. Du kannst hier... zur Hilfe eilen. Und das war's schon wieder mit Zügen. Wir haben auch 0 Gold. Das heißt, die Untoten sind wieder dran.
Ja, der Kreiter ist tot, das war zu erwarten. Unsere Dörfer werden eingenommen, das heißt, wir kriegen weniger Rohstoffe. Das war auch zu erwarten. Sowas könnte man halt verhindern, wenn es nicht ganz so viele Untote immer wären. Das, wie gesagt, finde das ziemlich unfair mit den Untoten. Das wäre kein Problem, wenn es nur einer wäre. Lasst Gebetri in Ruhe, Feiglinge. Das wäre kein Problem, wenn es nur ein Schwarzmagier wäre. Aber weil es drei Schwarzmagier gleichzeitig sind, hat man hier echt Probleme. Gebetri, Armbrust. Reiter, greif an. Und du greifst auch an. Ja, wir müssen diese Fledermaus loswerden. Wieso? Wieso triffst du nichts? Ausbilden können wir nichts. Du musst dich wieder zurückziehen, weil sonst stirbst du in der nächsten Runde. Und du greifst den Bogenschützen an. Ich meine, jetzt kommen wir in Runde 12 von 16. Aber ich glaube, wir halten nicht bis zur 16. Runde durch. Sollten wir nicht durchhalten, dann lade ich neu bei der einen Stelle, wo wir waren, weil eigentlich lief es ja ganz gut. Ich meine, wie gesagt, jetzt kommt Runde 12 von 16. Boah, lasst Gebetri in Ruhe, ihr Feiglinge, wie gesagt. Der Speerträger ist tot, der konnte leider nichts machen. Überlebe Gebetri, bitte. Ja, da ist er gestorben. Okay, wir laden neu. Und zwar, wie gesagt, bei Test. Weil bei Test lief es ja eigentlich ganz gut. Muss ich nur gleich nochmal schauen, wie lange wir noch Zeit haben. 13 Minuten. Ja, wie gesagt, man braucht Glück mit den Angriffen. Weil eigentlich lief es gerade nicht schlecht. Wir kamen bis von der 12. bis 12. von 16 Runden. Eigentlich lief es gerade gar nicht so scheiße. Oh, die Untoten treffen schon wieder viel zu oft. Wieso? Wieso hat man hier gleich im ersten Szenario drei Gegner? Ich raff das nicht. Das ist immer noch eine Einsteigerkampagne. Und wir spielen immer noch auf normal. Dann bist du wieder einen verloren, zwei verloren. Lief gerade eben noch besser. Nein, das nervt mich einfach. Weil sowas muss nicht sein. Und sowas würde nicht sein, wenn nicht immer wieder so Kackaktionen kämen. So, du hast einen getötet. Du greifst einen anderen an. Kannst ihm vielleicht helfen? Nein, aber du könntest ihm gegen Diskret helfen. Und wieso trifft man dann fast nie? Das ist wirklich zum Verzweifeln. Du darfst ihn hoffentlich töten. Jo. Du kannst ja auch noch gegen das Skelett helfen. Ja, das waren immerhin drei Treffer. Leider halt auch drei Gegentreffer. Und du könntest hier noch angreifen. Lass ich jetzt aber mal. So, wir bilden einen Schwerträger aus. Deine Magier stirbt schon wieder. Ja, weil der Untote ja mit 99,9% der Angriffen trifft. Das ist halt das, was mich nervt. Wie gesagt, ich habe die Untoten immer noch nur sehr ungern als Gegner. Und man sieht ja, warum. Weil die Untoten als Gegner einfach scheiße sind. Da, der ist auch gestorben. Der hat vorher bei weitem länger gelebt. Also die Runde läuft wieder schlechter. Ich glaube, diesmal kommen wir nicht bis Runde 12. Ich bin gerade schon wieder leicht belastet hier. Merkt man vielleicht. Den hättest du locker töten können. Erzähl mir nichts. Den hättest du locker töten können. Reiter, kill ihn bitte.
Kill ihn bitte. Wieso seid ihr alle so verfickt unfähig? Wirklich, wieso seid ihr alle so beschissen unfähig? Dann kill du ihn bitte. Danke. War das so schwer? Gut, der steht auch nicht mehr auf. Du darfst in das Dorf zurückkehren. Und du kehrst in das Dorf zurück. Und ja, hier ist halt schon wieder gefallen. Können wir uns sonst noch mit jemandem bewegen? Den Speerträger hier. Der darf nach hier oben gehen. Du bleibst, weil du eklig gleich verziehst. Und du wechselst mal hier das Dorf. Wie gesagt, vorher lief es um einiges besser. Das ist halt wieder dieses Glückssachenprinzip. Und dieses Glückssachenprinzip geht einem voll auf den Sack. Ja, der ist schon wieder gestorben, ist ein Untoter geworden. Der ist auch gestorben. Ja, ich lade neu. Das macht keinen Sinn. Wir haben es ja vorher schon gesehen. Wir brauchen ein bisschen Glück. Und wenn wir kein Glück haben, das macht keinen Sinn. Ich lade neu. So, da wir in der Runde nichts machen können. Man braucht wirklich ein bisschen Glück hier. Wenn man kein Glück hat, dann verliert man gegen die Untoten. Da, jetzt ist er zum Beispiel nicht gestorben und hat einmal getroffen. Warum nicht vorher? Mit euren beschissenen Bogenschützen auf, meine Schwerinfanteristen können sich gegen die nicht wehren. Ich meine, sie treffen nicht mit jedem Angriff, aber sie treffen mit jedem zweiten und das nervt einfach nur. So. Hier würde ich gern wieder abhauen, das kann ich aber nicht. Deswegen Knochenbogenschütze angreifen und hoffentlich töten. Nein, töten! Nicht getötet werden! Verfickt nochmal! Ja, sorry fürs Aufregen, aber ganz ehrlich, es nervt einfach. Du darfst ihn killen. Dankeschön. Du darfst einen der Skelettbogenschützen angreifen, da es egal ist, weil die beide voll Leben haben. Fass du den an. Ihr beide killt den bitte. Ja, wenn ihr schon wieder nicht zu blöd wärt zu treffen. Boah, ich krieg wirklich einen Abfuck hier. Lass den Schaden, der kann sich nicht wehren. Du killst den hoffentlich. Ach nein, haha, weil du zu dumm bist zum Hinkommen. Ja, dann killst du vielleicht das Skelett. Ja, sehr schön. Das war ein guter Job. Sowas will ich sehen. So, du greifst ihn aber an und killst ihn hoffentlich. Danke. War doch auch nicht so schwer, oder? So, du kehrst hierhin zurück. Nein, hierhin. Du kehrst hierhin zurück und du kehrst hierhin zurück. Wenn's geht, wenn sie überleben, ist ja nicht immer so sicher. Ich bilde jetzt mal in der Runde nichts aus. Ich spare jetzt mal. Hat zweimal Schaden gemacht, ist aber halt fast tot. Ja, da ist er gestorben. Er wurde zumindest kein Untoter, da bin ich ja schon froh. Die Untoten brauchen nämlich echt nicht noch mehr Verstärkungen. Überlebe das bitte, danke. So, der ist in sein Dorf zurückgekehrt und der ist zumindest auf dem Rückzug. Finde ich sehr gut. Du greifst hier den Bogenschützen an. Und trifft zumindest einmal.
Du hättest ihn auch locker töten können. Du tötest hoffentlich die Bande der Leiche hier. Sehr gut. Sehr gut. Bradley bleibst, du bleibst. Du tötest den Scalebogenschützen. Sehr gut. Ja, sie sind ja nicht dauerhaft unfähig, aber manchmal ehrlich. Und du hast den gekillt. Sehr schön. Das war eine gute Runde. Und ich bilde einen Magier aus, glaube ich. Ja, nehmen wir Magier. Und ja. Dann sind die Untoten wieder dran. Das war sehr schön. Wurde nur einmal getroffen und hat seinerseits dreimal getroffen. Das war sehr schön. Leider stirbt er durch die Bogenschützen. Ja, weil er sich halt gegen Bogenschützen nicht wehren kann. Lass bloß meinen Infanteristen in Ruhe. Der Magier stirbt wahrscheinlich gleich wieder. Der Infanterist stirbt leider auch. Hat aber davor einen gekillt. Das war jetzt nicht so schlimm. Jetzt wird's wieder Tag. Jetzt verzieht sich Dakyn. Wegen dem scheiß Lichtfürst. Ja, bla bla bla, kennen wir alles. Der schwere Infanterist ist in sein Dorf zurück. Wir haben noch 4 Minuten. Ja, du kannst da leider wieder nicht weg. Bisschen greifst du das Skelett hier an. Oder den Bogenschützen. Du greifst auf jeden Fall die Fledermaus an. Und triffst nur mit einem von 3 Angriffen. Das ist genau sowas. Weißt du was, du greifst die Fledermaus auch an. Und kannst sie töten. Sehr schön, da hast du einen getötet, bevor du gestorben bist. So, du ziehst aus. Bleibst. Du kannst hier mal dem das Dorf klauen. Und du greifst hier mal an. Zwei Angriffe getroffen. Sehr schön. Dann ziehst du dich wieder zurück. Du bleibst. Du musst heilen. Und ich bilde einen schweren Infanteristen aus. Ja, ich denke, die Schwerträger und Reiter lohnen sich absolut nicht. Weil wir hatten nur einen Reiter gemacht, aber ansonsten lohnen die sich, glaube ich, nicht. So, die eine Runde machen wir noch. Naja, da ist er gestorben. Aber er hat zumindest noch einen getötet, bevor er gestorben ist, und er hat den Bogenschützen Schaden gemacht. Ich weiß, das ist ein schlechtes Job. Leider ist der schwere Infanterist auch tot. Ja, die nehmen einem halt alle Dörfer weg. Das ist das, was mich am meisten ankotzt, dass die alle Dörfer klauen. Dass man kaum was gegen diesen Dorfklau machen kann. So, wir müssten noch 2 Minuten haben. Genau, die Runde mache ich noch fertig. Und dann speichere ich unter Test 2. Also erstmal hier einen Magier ausbilden. Dann, du darfst die Wand Leiche belästigen. Und töten. Du darfst das Skelett hoffentlich töten. Ja, sehr schön. Und du darfst den hier killen, die Dorfwache. Die Dorfvampirfledermaus. Sehr schön. Wir können das Dorf zwar nicht einnehmen, aber... ist trotzdem gut. Du darfst hier in die Richtung gehen. Du bleibst. Du bleibst auch. Ja, und dann werden wir speichern. Unter Test 2. Also beim nächsten Mal werde ich nochmal eine Runde machen. Also ich meine jetzt normal. Aber wenn wir es beim nächsten Mal dann nicht schaffen sollten, mache ich offscreen. Naja, wir sind jetzt bei der 8 von 16 Runden. Wir sind jetzt auf der Halbzeit. Beim ersten Versuch waren wir bei der 12. von 16 Runden. Man sieht schon, es ist nicht unmöglich, dieses Szenario. Der Knackpunkt ist, glaube ich, diese Glückssache. Dass man Glück braucht, weil man muss die Untoten möglichst Mann für Mann dezimieren, darf möglichst selten getroffen werden. Und wie gesagt, ich bilde jetzt wirklich nur noch Magier und schweren Infanteristen aus, weil, ganz ehrlich, die Schwerträger und die Kavalleristen, die lohnen sich nicht. Auch wenn ich jetzt bei dem einen Test automatisch schon einen Kavalleristen habe, aber ansonsten, die lohnen sich nicht. Ja gut, wir sehen uns heute, wenn ihr möchtet, noch zur Ada-Analyse.
Und ansonsten dann morgen wieder zu 4 Folgen, weil morgen ist der Mittwoch, morgen kommt der Mittelerde Fight Club. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.